Was sagen wir? Hallo. Sag mal laut Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Was haben wir jetzt angebaut, Moritz? Den? Den Schleppschuhverteiler. Den Schleppschuhverteiler. Den Schleppschuhverteiler haben wir angebaut, ne? Ja. Sollen wir dir mal zeigen, wie es aussieht? Ja. Ja, da komm, dann gehen wir mal gucken. Komm, spring runter, zeigst du den mal. I'm on a mic, yo, rip up the bass. My DJ is live in the place. I'm on a mic with my lyrical flow. I like it when the bass lies low. So, hier seht ihr dann den abgebauten Möscher. Der Hickey ist noch am Schrauben. Zum Ändern müssen wir diese Platte abschrauben. So, noch von vorne sieht man dann jetzt die Platte, die muss dann quasi hier vorne drauf, wo eigentlich die Halterung für den Möscher ist. Genau, und danach kommt dann das Rohr da dran. Dichtung nicht vergessen. Dichtung nicht vergessen. Das Rohr kommt dann nachher der Anschluss von dem Möscher, da kommt dann nachher die Gülle an für den Möscher. Bohrmesh, nicht Möscher, Bohrmesh. Das Rohr ist für den Bohrmesh nachher zum Schluss. Ne, Moritz? Ja. Na komm, hier, sag mal Hallo in die Kamera. Komm her. Komm her. Sag mal Hallo. Hallo. Willst du uns arbeiten? Ja. Das ist super. Ja, eigentlich erst hier oben festmachen. Das ist auch so krank. Ja, ist egal. Kannst einfach festhalten. Passiert nichts. Papa kann fallen. Komm her. Wir müssen hier. Tada. Jetzt müssen wir die Verriegelung von den Unterlenkern von dem Vierpunkt vom Güllefass mal entriegeln. Das geht eigentlich, indem wir dann den Bohrmesh ausklappen oder einklappen. Das werden wir hoffentlich gleich hören. Achtung, Bastian! Kann ich? Und raus! Klasse! Und haben wir es dran? An den Verteiler, ne? Guck mal, da steht er, ne? Jetzt können wir den anhängen, ne? Du musst so einen kleinen Tick hier hoch zu mir. So viel. Gucken wir mal, wie es aussieht. Komm noch ein bisschen zurück, aber langsam. Nur noch ein Mühe. Jetzt! Handbremse! Oh. Jo, ist drin! Pin raus. Festhalten bitte, Moritz. Ja. Den auch? Ja. Genau. Bei Motorik. Das geht aber, wa? Ab? Ja. Ein bisschen? Noch was? Noch was? Stopp. Ein schwerer Schlag. Jetzt musst du die Bohrmesh wieder einklappen und dann geht er zusammen und dann kann ich runterlassen. Ja, warte! Jetzt brauchen wir nur einen schmalen, der hier zwischenpasst. Leider bin ich zu dick. Sonst hätte ich das direkt gemacht. Ah, ja. Was? Ich spüre mal die anderen sind die Schläuche. Nein, ich finde das viel interessanter, wenn du dich abmühst. Ja, ja. Ich könnte auch helfen, aber. Was, nee, komm her. Kamera aus. Gib die her. Das sind die Ölschläuche, ne? Einklappen. Oh.
Der Oberlenker hat übrigens den Bomech in Stellung, in, wenn man den abspannt, damit er nicht zusammenklappen kann. Ab! Der ist groß drin! Jetzt! Hoch, ja! Das geht schon mal, ja, kannst hochheben! Passt! Ja! Hier passt! Yo! Ist drin! So, das Wichtigste noch, der Beleuchtungskabel. So, Bomech ist dran, wir machen jetzt mal voll und probieren mal, ob es auch klappt. Wir fahren gerade zum Vollmachen. Ja, Vorführeffekt, ne? Das ist das erste Fass mit dem Bomech. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut anscheinend. Nur der Boden ist noch ein bisschen was feucht. Na, gucken wir mal, was das so gibt. Was sieht mir aus? Wir haben jetzt den Bomech dran getan, zeigen euch jetzt mal, wie der funktioniert. Ja, Moritz, zeig das innen, mach den Trecker mal an, dann fahren wir mal dahin, wo wir den gucken können. Dann kommen wir her. Genau. Super. Gut, so lass es. Auf Moritz, tun wir mal vorne das Frontgewicht hoch. Drückst du mal den Knopf, wie lange, den grünen? Ja. Gerückt halten, weiter, weiter. Nee, du musst gerückt halten. Gut, jetzt hat es gepiept. Nein, jetzt pass auf, jetzt musst du. Pass auf, komm her. Jetzt musst du den grünen Knopf drücken, warte. Den da, guck mal, den da. Drück den mal. Genau. Gut. Dann geht das Frontgewicht schon hoch. Super. So, wer fährt denn jetzt, Moritz? Papa oder Moritz? Papa. So, jetzt haben wir den Trecker angemacht, ne, Moritz? Ja. Hast du gut gemacht, ne? Frontgewicht hochgehoben. Dann fahren wir mal auf die Wiese hoch, ne? Dann zeigen wir mal, wie das ausklappt und so geht, ja? Ja. Na komm. Auf geht's. Auf geht's. So Moritz, jetzt zeigen wir denen mal, wie das auseinander geklappt wird, das Gestänge. Ja. Ja? Zeigst du mal. Ne, erstmal, guck mal, Moritz. Erstmal müssen wir hier da umstellen. Ja. Soll ich mal machen, da kommst du nicht dran, ne? Ne, ne? Und, ne, den noch nicht. Warte. Wir müssen zuerst den gelben. Ja. Drückst du mal den gelben. Guck mal. Da fährt das nämlich raus. Und schön gerückt halten, ne? Ja. So, genau.
Und wenn wir jetzt anfangen wollen, warte mal, dann zeigen wir, müssen wir auf dem grünen drauf. So, gucken wir mal hier vorne mal drauf gehen. Zack. Das ist ja dann Start, Stopp. Und dann drücken wir den grünen, ne? Drückst du mal den grünen? Den grünen, genau. Grün halten. Und dann klappt's runter, ne? Ja. Und jetzt ist schon fertig. Gut, prima. Und jetzt ist es am Verteilen, ne? Ja. Jetzt drücken wir mal den roten Knopf, Moritz, den roten. Genau, dann hebt er aus am Vorgewende. Kannst du loslassen, Moritz? Genau, und das ist dann die Position von dem Vorgewende. Und wenn Moritz jetzt mal den oberen schwarzen gedrückt hält, dann gehen wir auf Zusammenklappen wieder, Transport. Und dann drückt Moritz jetzt mal den orangenen. Ne, wo ist orange? Da. Genau. Dann klappen wir zusammen. Gedrückt halten, gedrückt halten. Ja, so einfach ist das mit dem einen Ausklappen. Warten, da wollte ich noch sagen, warum wir dann zuerst mit Möscher gefahren sind. Das war zum einen mal die Gewichtsersparnis von 1,6 Tonnen. Und wir haben ja jetzt gemerkt, dass aus dem Bohmech mindestens genauso viel Menge rauskommt wie aus dem Bohmech. Bohmech-Möscher genauso viel Ausbringmenge ungefähr, denke ich mal. Wenn ich sogar ein bisschen mehr aus dem Bohmech, dann müssen wir probieren. Wir haben jetzt erstmal nur einen Fass zur Probe gefahren. Die Wiese war aber noch zu nass. Und ja, gucken, wenn es wieder trockener wird irgendwann. Werden wir das auch noch mal filmen, dann für euch in einem normalen Video. So, wir fahren jetzt zurück zum Hof und Moritz und ich sagen euch tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Dann die Weber abfahren. Ja.